Hallo ihr Lieben, da bin ich endlich. Ich wollte dieses Video eigentlich schon gestern oder auch vorgestern machen, aber die letzten beiden Tage kam irgendwie alles Mögliche dazwischen, sodass ich wirklich keine Lust hatte. Und heute habe ich endlich mal wieder ein bisschen freie Zeit und wollte euch das vorstellen, was ich letzte Woche ja schon ausgepackt habe. Da bin ich wieder, da ging ja eben was. Fiese Schwerkraft heute. Und zwar geht es um die Cure Sunshine Figure Arts, die ich ja letzte Woche in meinem Auspack-Video, ich kann schon nicht mehr reden, tut mir leid, in meinem Auspack-Video vorgestellt habe. Und fangen wir mal an. Unspektakulär erstmal hier, die Box natürlich. Cure Sunshine hier vorne, alles in Gelb und alles in diesen mit stilisierten Sonnenblumen natürlich verziert. Also ähnlich wie die Box von Cure Moonlight. Dann, was in der Box noch mit drin ist, man hat einmal hier dieses kleine Hintergrundbild quasi für die Figur, das man, glaube ich, auch verwenden kann, wenn man die Figur einfach irgendwo hinstellen möchte. Ja, was ist noch in der Box? Eine kleine Anleitung, wie man den Ständer für die Figur zusammenbaut, wie man die Hände austauscht und positioniert. Aber das ist ja alles nur nebensächlich. Wichtig ist natürlich die Figur selbst. Und tada, da ist sie, Cure Sunshine. Ja, ich habe sie so ein bisschen in fröhlicher Angriffspose quasi positioniert. Also wie ihr hier oben sehen könnt, sie hat auch ihr shiny Tambourin dabei. Ich weiß nicht, ob man das so gut erkennen kann, aber das Herz in dem Tambourin, das ist sogar durchsichtig. Ja, dann hier ihre beiden Haarsträhnen, die sind beweglich. Also man kann auch wehende Haare machen, auch wenn es eigentlich ja nur so zwei, ziemlich fest modellierte Zöpfe sind. Ja, ihr Outfit, also ihr Cure-Outfit, ist wunderschön gemacht, finde ich. Auch gerade hier die Schleifen an ihren Stiefeln. Ich finde, ihre Beine sind auch sehr, sehr gut gelungen. Also wenn sie so steht, man sieht hier auch gar nicht so wirklich die Übergänge, die Gelenke in den Knien so wirklich. Das finde ich schön gemacht. Drehen wir sie auch nochmal um, ganz vorsichtig. Er hat sie dann natürlich auch ihre Schleife von ihrem Halsband. Ja. Und auch das Gesicht, muss ich sagen, finde ich, ist sehr, sehr schön modelliert worden. Ja, Cure Sunshine finde ich ist sowieso einen ganz, ganz tollen Charakter eigentlich. Hardcatch Pretty Cure ist sowieso eine von meinen Lieblings-Pretty Cure-Staffeln. Und Sunshine mag ich wirklich sehr, sehr gerne. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum ihre Figur irgendwie so schwierig zu bekommen ist. Also ich hatte das ja schon im Auspack-Video erwähnt. Ich war wirklich froh, dass ich sie über den Amazon Marketplace bekommen habe, weil auf eBay ist sie relativ selten zu finden und ist dann auch dementsprechend teuer. Gut, billig war sie bei Amazon jetzt auch nicht, aber das ging eigentlich relativ problemlos. Ja, ich stelle sie mal eben ab, denn, Entschuldigung, da ist natürlich noch ein bisschen mehr in der Packung. Einmal natürlich hier, ich muss mal ganz nah ran, Potpourri, ihre kleine Fee. Und Potpourri kann tatsächlich auch ein bisschen immerhin den Kopf bewegen. Ist aber auch sehr niedlich modelliert, aber wie ihr schon sehen könnt, ist auch wirklich, wirklich klein. Und dann sind natürlich auch noch ein paar andere Sachen dabei. Habe ich hier noch in dem Plastik, hat also hier zwei verschiedene Gesichtsausdrücke wieder. Einmal ernstes Gesicht und einmal so das typische mit offenem Mund, das Angriffsgesicht. Dann ist hier, ich weiß nicht, ob man das wirklich erkennen kann, ein winzig, winzig, winzig kleines Shiny Perfume drin. Das hat sich jetzt gerade irgendwie umgedreht, man sieht also hier nur die Rückseite. Also es ist, ich glaube, nicht mal einen Zentimeter groß. Das ist eins von diesen Teilen, die gerne dann im Staubsauger verschwinden. Deswegen, ich glaube, das werde ich lieber in der Packung lassen, bevor mir das verloren geht. Und dann das Übliche natürlich, diverse Hände hier zusammengeballt und ausgestreckt und so flache Hände, wie man das auch aus ihrer Verwandlung dann halt kennt. Das übliche Zubehör halt. Der Ständer ist in Einzelteilen enthalten, also wie gesagt, den muss man dann
mit Hilfe der Anleitung sich erst einmal zusammenbasteln, was aber auch nicht unbedingt schwer ist. Also man kann hier ja auch sehen, das ist so der typische Gelenkständer, den man in diesen Figurarztfiguren verwendet. Und ja, ich drehe es mal ein bisschen vorsichtig. Hier kann man dann von der Basis aus sehen. Da hat man dann auch schön Sunshine und ihr Sonnenblumensymbol mit drauf. Und ich halte sie jetzt einfach mal so. Ich halte sie mir ständig vors Gesicht, aber ihr wollt ja auch viel lieber die Figur sehen und nicht unbedingt mich, ne? Ja, was kann ich sagen? Also, es ist wieder mal eine wunderschöne Figur. Ich muss sagen, ich habe ja bisher nur Moonlight und Sunshine, aber die Figure Arts von Hardcatch Pedicure, finde ich, sind richtig gut gelungen, sind schön modelliert, sind schön von den Farben her. Das Zubehör finde ich auch klasse. Vor allen Dingen, dass halt auch ihre kleinen Feen halt mit dabei sind. Und und auch so ihre Verwandlungszubehöre und ihre Waffen, die sie natürlich haben. Und ich glaube, wenn ich so alle vier Qs in ihrer normalen Form habe, dann werde ich mir, glaube ich, auch noch die Super Silhouette-Figuren holen, wenn ich sie einigermaßen günstig finden kann. Weil die Super Silhouette-Figuren enthalten, ich glaube, auch noch zusätzliche Teile für diese normalen Figuren. Ich glaube, noch zusätzliche Gesichter und irgendwie Effekt-Parts nennt sich das. Also wo man dann quasi auch so die Effekte ihrer Attacken oder so nachstellen kann. Ganz genau weiß ich es nicht, aber ich habe schon so einiges an Bildern davon gesehen. Es ist halt auch immer so ein bisschen schwierig, dann im Internet sowas Vernünftiges zu finden, was dann auch in der Sprache geschrieben ist, die man verstehen kann. Ja, das war also endlich mein Review-Video zur S-Sage Figure Arts Cure Sunshine Figur. Eine wunderschöne Figur, wenn ihr Pedicure mögt, wenn ihr große Fans auch von Hardcatch Pedicure seid, dann kann ich euch diese Figur nur empfehlen. Also Moonlight fand ich schon klasse, Sunshine ist genauso klasse und ich denke, Cure Marine und Cure Blossom werden bestimmt genauso gut sein, wenn ich sie dann auch endlich mal habe. Ja, ich stelle sie mal wieder vorsichtig ab. Das war ja mein letztes Video für diese Woche. Es ist ja wieder Wochenende und am Wochenende mache ich ja in der Regel andere Sachen. Aber ich werde nächste Woche auf jeden Fall wiederkommen. Dann geht meine Artbook-Ecke unter anderem weiter. Ich habe da ja noch Diverses, was ich behandeln muss. Und dann werde ich, glaube ich, auch noch darauf eingehen, was mir jemand in den Kommentaren schon geschrieben hat, der sehr gerne auch sehen wollte, was ich auch abgesehen von den Figure Arts noch so an Anime-Figuren besitze. Und damit werden wir uns dann nächste Woche befassen. Ja, wie gesagt, habt ihr Fragen, Kommentare? Hier unten ist die Box dafür. Schreibt mir, ich lese es wirklich gerne. Ich lese es alles, beantworte auch alles. Freue mich über jeden Kommentar von euch und bedanke mich schon mal wieder ganz herzlich dafür. Wünsche euch ein schönes Wochenende mit ganz viel Sunshine, Sonnenschein. Und wir sehen uns in der nächsten Woche. Und bis dahin, macht's gut.